Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier in der Vergangenheit Japans, in der Sengoku-Periode, in Sengoku Dynasty. Und ja, wir haben heute die Aufgabe, Fuji-Uchi zu besuchen. Aber der Shabum hat mir gesagt, dass es hier bei dem Unrein in der Nähe noch ein Camp geben sollte, wo des Öfteren mal ein Flüchtling zu finden ist. Das will ich mir natürlich mal anschauen. Könnte er das schon sein? Nee, Matsumaru. Den hatten wir ja schon. Was hast du jetzt vor, nachdem du dich nicht mehr um Hikobei kümmern musst? Ich hatte vor, zu meinem Lager in Segi zurückzukehren. Es hat mir gefallen, am Meer zu leben in einem richtigen Haus. Aber Sasogi ist trostlos. Noch trostloser als unser Lager in Segi. Sasogi kommt wieder auf die Beine. Dafür werde ich sorgen. Wie du meinst. Na, vielleicht kommt er ja nochmal eines Tages. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Lager, was der Shavum meinte. So, wo ist denn hier noch so ein Flüchtlingscamp? Wollen wir doch mal schauen hier. Aber da, wo wir Akko aufgegriffen haben, da werden wir nichts finden, oder? Ja, hier ist nur der Kollege. Ja, war die Kiste hier schon immer? Boah, anscheinend, aber man kann nichts mitmachen. Aber hier vorne bei Akko wird nichts sein, ne? Denke nicht, aber wir gucken lieber mal. Wer weiß. Nee, das Zelt und das Lagerfeuer sind auch schon weg, wie der Shavum ja schon mal im Kommentar erklärt hat. Passiert das beim Jahreszeitenwechsel, wenn man nicht innerhalb des Glockenkreises sich befindet? Oder Radiuses der Glocke befindet. Sagt man Radiuses? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Da hinten ist dieses Angler-Ding. Ey, au, was machst du denn da? Geh doch einfach den Berg hier hoch. Sag mal. Springt wie vor eine Wand, ne? So. Ich will haben einen Look. Da ist sowieso gerade niemand. Deswegen können wir das getrost mal ignorieren. Oh, ich könnte mal gerade was essen, ne? Und noch ein Ei. Und ein paar Peißelbeeren hinterher. Und schon sind wir wieder vollgefressen. Sehr schön. Ah. So, meine Lieben. Hallo Fuchs. Hier sehe ich aber auch nirgends ein Lager bei dem Unrein. Da drüben ist aber, glaube ich, eins. Manchmal trübt einen der Blick hier auch, aber diesmal scheint es wirklich eins zu sein. Ja, hier müssen wir aufpassen, ich habe letztes Mal das olle Wildschwein gejagt. Ja, guck mal, hier ist zumindest mal ein Lager, aber leider kein Flüchtling. Nö. Und da bei dem Unrein habe ich jetzt kein Lager gesehen, ne? Nee. Sind die vielleicht auch random und von Spielstand zu Spielstand unterschiedlich verteilt? Das kann natürlich sein. Kann ich aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich, um mich nicht zu spoilern, gucke ich leider keine anderen Streams, Videos zu dem Spiel, weil, wie gesagt, ich will mich da nicht spoilern und möchte das Spiel von alleine oder beziehungsweise mit euch gemeinsam erkunden. Also Tipps und Tricks von euch nehme ich da natürlich gerne an. Aber Shavum, wie du siehst, vielleicht hast du noch eine genauere Beschreibung, wo das Camp sein soll. Hier ist definitiv erstmal keins. Ne? Hier, der rennt hier wo immer rum. Man ist eigentlich mit dem Typen, der hier gepennt hat. Ist der überhaupt noch da? Der ist gar nicht mehr da. Das ist Matsumaru, den haben wir gerade schon gequatscht, der kocht.
schön was. Ja. Nee. Leider ist hier auch kein Camp mehr über, ne? Hm. Ja, äußerst schade. Äußerst schade. Ja, hätte ja Glück sein können, ne? Na, dann reisen wir jetzt erstmal nach Fuji-Uri und klären das mit dem guten Mann. Okay, Segi. So, Fuji-Uri, wo bist du? Da. Ist in seiner Hütte, wenn ich es richtig interpretiere. So, ja, da sitzt er noch. Da. Ich habe einen Bogen selbst gemacht. Zeig her. Aha, nun, bist du damit zufrieden? Ja. Tja dann, wenn ihr zwei miteinander glücklich seid, wer bin ich, mich zwischen euch zu drängen? Gehe hin und genieße die Jagd wie ein Fürst aller Zeiten. Und sauf danach wie ein freier Jäger. Noch ein kleiner Ratschlag, weil du neu hier bist. Unser Dorfvorsteher hat eine Schwäche für die traditionellen Geschenke. Er wird dich wissen lassen, was er gerne hätte. Nimm an der Jagd teil. Okay, was soll ich dafür machen? Dann nehmen wir jetzt erstmal an der Jagd teil, halten ein bisschen Ausschau, ob wir in der Gegend so ein Dingens finden. Naja, so einen, wie heißt er denn? So ein Flüchtlingslager da, so möchte ich es jetzt mal nennen. Und vor allem, ob wir da einen Flüchtling entdecken, den wir hier für unser Dorf rekrutieren können. Da. Hier schön durch den Sumpf moddern. Jawohl. Am besten kommen wir hier gleich noch in Treibsand oder so. Oh, Wildschweine. Aufpasse. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Da, meine Güte. Vor lauter Guckerei passe ich auch gar nicht auf. War da gerade was? Nö. Vor lauter Ausschauhalterei. Da muss ich hin. Hallöchen, Popöchen. So, sprich mit Shoji. Fuji-Uri hat mir von der Wildschweinjagd erzählt. Kann ich teilnehmen? Natürlich, nimm dir was zu trinken, hab Spaß. Hier in Segi leben sogar die Waldarbeiter wie Fürsten. Aber was ist mit den Wildschweinen? Ach bloß, sie sitzen gar nicht mehr da am Lagerfeuer. Holen sich wahrscheinlich gerade noch was zu trinken. Sollten hier in der Nähe sein, schnapp sie dir. Töte zwei Wildschweine. So, muss man eben gucken, wo habe ich den Bogen auf der 8? Pfeile habe ich hoffentlich auch, 3 Stück. Oha. Na gut, da muss ich jetzt mal mit klarkommen, ne? Ja, wo finden wir denn Wildschweine jetzt? Wildis. Die waren doch da oben irgendwo, oder? Da ist doch schon irgendwo eins. Ist das ein Wildschwein? Hä? Du alter Röchelhirsch. Die machen aber komische Geräusche noch, ne? So. Wildschweine, wo seid ihr? Oh, es wird gleich dunkel, ne? So, wie war das mit dem Bogen noch? Ja, nicht im Boden schießen.
So. So. Hier, Aufenthaltsort von Wildschweinen entdeckt. Mein Gott. Wo sehe ich denn eins hier? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Da ist es doch. Oh. Ach nein. Oh Mann. Na tolle Wurst. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Klasse. Naja. Ja, aber das Reisen kostet mir schon wieder Geld. Ach Mensch. Da hat er nicht aufgepasst, hat er nicht. Jetzt schlaf erst die Nacht weg, oder? Ja. Essen haben wir ja noch genug. Ja, mach mal Bierfleisch fertig. Oh Mann, das war schlecht, ne? Ich habe aber noch nicht reagiert, eine andere Waffe in die Hand zu nehmen. Das war das Doofe. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Zwei Pfeile noch bauen, ne? Definitiv brauche ich Pfeile, aber wo baute ich die nochmal? Ich glaube hier oben, ne? In der Jagdwerkstatt, oder nicht? Muss ich nochmal gucken, was ich dafür brauchte. Pfeile, was brauche ich? Steine, Federn und Stöcker. Gut, dann sammeln wir mal ein bisschen. Fünf müsste doch die Fackel sein. Ne, dann doch die vier. Ja, okay. Es hört übrigens überhaupt nicht auf zu regnen hier. So, guck mal hier. Steine en masse. Ja, mal so 10 Pfeile machen, dass ich ein bisschen schneller reagieren kann, ne? Ich glaube, wenn ich den Speer genommen hätte, hätte es auch echt besser geklappt, ne? So. Nenne ich Gras. Büsche brauchen wir. Hier. Zack. 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 So, noch ein paar Stöcker mitnehmen. Ist eh noch nicht richtig hell, von daher ist das gar nicht so schlimm, wenn wir hier gerade mal ein bisschen sammeln. Ja, mit dem Bogen muss ich auch erst noch üben. Das ist ja immer, ne? Mit neuen Sachen, neue Spiele, neue Waffen, neues Üben. Weil immer irgendwie ein bisschen anders, ne? Und dieses leidige Hitbox-Problem. So. Ja, komm, 6 Stück erstmal noch. Besser als nichts, ne? Hier läuft alles, ist alles an, ne? Gut. 5 oder 6? Ne. 4? 4. So, auf zur Glocke und auf nach Segi. Ich möchte die Jahreszeit gerade gar nicht wechseln. Aber ich brauche unbedingt wieder Geld, ne? Muss echt mal wieder Sachen. Die Fackel war durch. So, jage 2 Wildschweine. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich gewesen bin. Aber wann werden das hier mal hell, verdammt? So, lass mal eben gucken. Eine Fackel, was brauche ich? Nix, haben wir alles da.
Danke. So, ich bin ja in die Richtung gerannt, ne? Also A greift ein das Wildschwein an, die alte Saudi. Ja gut, aber das war ja klar, ne? Gucken wir doch mal hier. Können wir doch auch gut sehen, wo wir hin müssten, ne? So. Hier ist ein Wildschwein. Oder hier. Und wo bin ich? Ich bin doch bei Segi. Da. Du da. Da ist richtig, ja. Richtung stimmt. Gut. Aber wenn es geht, Spiel, wird mal ein bisschen heller. Bist mir gerade für Sonnejagd echt ein bisschen zu düster, ne? Oh shit, ist das dunkel. So, ich muss mal eben gucken. Auf der 7 ist mein Stahlspeer. Und dann nehme ich noch den auf die 9. So, aber ich warte jetzt mal eben kurz, bis es etwas heller wird. Das ist ja nicht möglich so, ne? Ich hole euch gleich dabei, wenn es hier ein bisschen heller ist. So, wollen wir mal gucken. Ich habe hier schon irgendwo grunzen gehört, die blöde Wildsaudi. Es ist auch immer noch nicht richtig hell. Was ich echt zum Kotzen finde, weil guckt mal, der halbe Tag ist fast rum. Aber es ist immer noch arschdunkel. Ich glaube einfach, ich bin gestern, also in der Nacht zuvor, zu früh schlafen gegangen. Ich glaube, das hat eine Auswirkung darauf, wie spät man abends schlafen geht, wie es dann nachts über hier wirkt, wie lange es dann braucht, bis der Tag hell wird nach dem Aufstehen, ne? Ja. Ich sehe das Säulein noch nicht. Guck mal. Hä? Jetzt wieder da? Sag mal. Irgendwie springt das aber ganz schön hier, du. Ich glaube einfach, dass das hier irgendwo rumrennen muss. Einfach. Und gar nicht mehr da oben gucken, sondern einfach hier im Gebiet ein bisschen umgucken. Ich hab's auch gerade irgendwo mal gehört. Aber wo ist es jetzt? So. Was ist eigentlich mal mit unserer Rüstung? Hat die irgendeine Haltbarkeit? Nö, ne? Gut. Ja, wo könnte das Wildschwein sein? Ich sehe gerade gar nichts hier an Wildsäulen. Ist doch alles immer noch so halb düster hier, ne? Also nächstes Mal echt aufpassen, wenn man hier ins Bett geht. Das ist doch krass, ey. Wie lange das dauert, bis es richtig hell ist. Ich meine, klar, ist logisch, ne? Je früher du schlafen gehst und je eher du dadurch aufstehst, desto dunkler ist es natürlich tagsüber noch. Klar, vollkommen sinnig. Da, wo? Ist das da, das Wildschwein? Da unten am Baum, oder?
Ich weiß nicht, ob das ein Wildschwein ist. Wo geht's denn hier mal runter? Also ich habe was gehört. Es kommt aus dieser Richtung. Das da ist aber kein Wildschwein. Das ist nix. Aber wo ist das blöde Schwein? Ja, es kann sein, dass ich euch hier ein bisschen rausgeschnitten habe. Weil das geht die ganze Zeit. Da hinten ist eins. Klang nach einem Treffer. Steh auf, Junge. Messer war auf der 6, ne? Ja. Pfui. Das hat wehgetan. Ernsthaft. So, meine Pfeile bitte alle wieder zurück. Danke. Ich glaube, einen hatte ich verballert, ne? Hey, nein, mein Pfeil. Die teuren Dinger, was? Ich habe nur noch einen Pfeil? Ich hatte doch mehr. Wie viel habe ich denn verballert? Weißt du was, das nächste Wildschwein, dann machen wir einfach direkt hier mit, ne? So, warten wir jetzt erstmal. Gucken, hier haben wir erledigt, ne? Dann gehen wir da gucken. Ist egal, wir gehen jetzt einfach gucken hier. Ich hole euch wieder dabei, wenn ich es gefunden habe. Also bis gleich. So, ja. Hier irgendwo schwirrt rum. Aber wo? Da. Ha. So. Haben wir. So, Aufgabe erledigt. Ordentlich Fleisch gesammelt. Und Felle, das heißt, wir haben jetzt wieder 10 Felle, wir haben 31 Fleisch. Sehr nice, so, sprich mit so Shoji. So, dann gehe ich mal rüber zu Shoji und dann erledigen wir das Thema jetzt auch schnell und dann gehen wir nochmal auf Flüchtlingssuche. Weil irgendwie müssen wir ja auch mal hier einen finden, ne? So, dann machen wir gebratenes Fleisch und legen da ein bisschen was von ins Proviantlager, bevor die Jahreszeit wechselt. Nehmen noch ein paar Pilze mit. Na, obwohl, ich muss achten, dass ich hier... In der Pause habe ich ja natürlich ein bisschen Holz gefarmt und so. Deswegen muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich mir meinen letzten Slot hier nicht noch voll mache. So. Aber mit dem Bogen, das müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Aber das kriegen wir auch noch hin. Und dann würde ich jetzt gern mal so einen Wachturm bauen in der nächsten Folge. Von dem aus wir hoffentlich auch solche Flüchtlingscamps sehen können. Da bin ich aber, wie gesagt, ich spoilere mich ja nicht.
Ich habe da nur die Vermutung, dass das klappen könnte. Ich will nicht sagen, dass es auf jeden Fall klappt, ne? Aber ich würde es gerne ausprobieren. So, wollen wir mal gucken, was der gute Mann da uns zu erzählen hat. Oh, jetzt muss man hier auch noch mit der Kirche ums Dorf rennen. Mann, ey. Wer ist denn hier jetzt? Chui, der hier. Ich hoffe, ich habe ein paar Wildschweine getötet. Einfacher als gedacht, was? So viel Gerede macht hungrig. Also, meine Großmutter konnte Fleisch würzen wie keine andere. Dieser Geschmack, ich verrate dir etwas dazu. Das scheint nicht so schwierig zu sein. Nana, wage es bloß nicht, dich mit ihr zu vergleichen. Sieh nur, was du angestellt hast. Jetzt bin ich noch hungriger. Ich würde dir gerne etwas von dem Fleisch des Wildschweins anbieten, das ich erlegt habe. Na, das ist doch was, Leute. Kommt her, der Neuankömmling weiß, wie man Respekt zeigt. Seht euch das an, alle, und lernt von ihm. Ich zeige jetzt auf niemanden mit dem Finger. Nun, wo war ich? Ah ja, vielen Dank, du bist ein anständiger Mensch. Kein Platz mehr. Siehst du, auf eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen unseren Dörfern. Genau das. Jetzt, da wir Freunde sind, kümmern wir uns um den geschäftlichen Teil. Stellen wir diese Zusammenarbeit auf die Probe, ja? Wie? Es gibt einen Mann, dem ich glaubte, mein Leben anvertrauen zu können, aber diese verdammte Schlange hat unsere Geheimnisse an einen Nachbarclan verkauft. Ich habe Mitleid mit ihm, aber ein Verräter muss seine gerechte Strafe bekommen. Bring ihn zu mir, ich lasse ihn quieken. Frag mich, ob er wohl wie eins der Wildschweine klingen wird. Wo finde ich ihn? Als letztes wurde er auf dem Weg in Richtung Enjiromura gesehen, dem Lager der Gesetzlosen. Oh, klasse. Nicht die klügste Wahl. Er kann nicht weit sein. Schließlich versteckt er sich in den Hügeln. So, hier, das Rezept kann ich nicht aufheben. Ach, die Sake. Warte mal, ich hatte... Was ist denn der letzte Slot? Ach so. Hunger habe ich gerade keinen. Was kann ich wegschmeißen? So ein Steinmesser, ne? Das baut sich doch schnell von alleine. So, Sake mitnehmen. So, okay. Nächste Aufgabe ist Jajiro finden. Das ist eine... Da müssen wir Dynastiestufe 14 erreichen. Entflohener Spion. Wo ist der? Da ist der. Wollen wir uns das mal angucken? Nur gucken. Nichts machen. Nur gucken, nicht sterben. Ich müsste nämlich auch dringendst mal nach Hause mir dieses ganze Zeugs rauspacken. Dann müsste ich mal gucken, was ich noch verkaufen kann. Damit wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Ja. So, wie gesagt, Fleisch machen müssen wir noch. Oh, ist auch von der Folge her. Ja, wir machen nochmal 5 Minuten länger hier. Weil ich ja auch ein bisschen was rausschneiden werde. Du hast das Questgebiet betreten und wenn ich es wieder verlasse... Okay. Sagt er mir dann jedes Mal aufs Neue, okay. So, Lager Gesetzlose. Wo haben wir denn sowas hier? Will ja schon schleichen hier, ne? Ich hab jetzt keinen Bock, hier drauf zu gehen. Einmal ein Tod pro Folge reicht. Na gut, das war der erste. Ne, der zweite Tod. Einmal bin ich ja bei diesem komischen Räuber gestorben, den ich viel zu früh angegriffen habe. Ach, da ist ein Bandit. Guckst du. So, na toll. Der letzte hat mich echt schnell platt gemacht, ne?
Ich will die ja gar nicht töten jetzt hier. Können wir uns mit dem anlegen? Ach komm. No risk, no fun. Ah, das ging äußerst easy. Okay, der hat schon mal Pfeile für mich. Das ist nett. Heilbalsam. Okay, dann kriegst du meine Pilze hier. Und den Sake kann der stapeln? Ja. Gut. Dann scheiß auf Pilze, oder? Ach komm, hier, nimm das Wasser. Weil das kann ich ja super easy leicht nachspawnen, ne? Oh, das war ja jetzt easy. Ja komm, dann machen wir die Quest noch eben zu Ende hier. Was soll's denn? Hier irgendwo, ne? Es muss ja irgendwie sowas wie ein Lager sein. Der erste Bandit lief aber in die Richtung, so, ne? Warte mal. Ach, das war dieser Schilf hier, oder was, ne? Der hier. Da habe ich gesehen. Da. Da sind wie viele? Zwei? Du hast das Questgebiet verlassen. Hm. Nee, dann ist blöd. Dann werden das nicht die zwei da sein. So. Wo soll es denn sein, bitteschön? Ach, sowas nervt, ne? Wenn es hier keinen richtigen Anhaltspunkt gibt. Weißt du, du suchst dich hier jetzt einen Ast, ne? Achtung, Wildschwein. Das möchte ich jetzt nicht. Nee. Ja, wo soll's denn jetzt sein hier? Irgendwo an dieser Straße war das ja, ne? Guck mal, wie weit ich schon wieder bin. Ja, wir gehen mal da so. Da ungefähr war es doch eingezeichnet. So, guck mal da. 142 Meter. Ich bin schon wieder voll raus aus dem Gebiet. Klasse. Ah, super hier, ey. Du hast das Questgebiet betreten. Na schön. Also der war jetzt echt easy, ne? Im Gegensatz zu dem ersten Banditen. Da ist noch einer, aber das ist der, den ich getötet hatte, oder? Der liegt da halt immer noch. Ja. So, und der wollte wohin? Der ging in diese Richtung. Gucken wir doch mal hier oben rum. Da ist... Was ist das? Ist das noch Questgebiet? Bandit, hier. Da bin ich doch schon wieder voll raus. Ach, leck mich doch. Das ist doch doof. Ja, du hast das Questgebiet betreten. Super. Au. Shit. Ich habe gedacht, das tut jetzt richtig weh. Aber wo soll es denn hier dann sein, bitteschön? Ernsthaft, das ist doch Blödsinn, ne?
So, was haben wir hier? Nix. Toll. Oh. Chajiro. Ah, jetzt wollte ich gerade aufgeben, ne? Oh, hallo. Ich weiß, du bist ein Spion des Nachbarklans. Bei den Göttern, wie hast du? Sie haben mich betrogen. Mein Sohn war sterbenskrank. Sie sagten, sie könnten ihn retten. Ich war so ein Narr. Ich glaubte ihnen. Ich wusste nicht, dass sie Spione sind. Ich wusste nicht, dass ich ihnen Geheimnisse verrate. Bitte, du weißt nicht, was sie mir im Dorf antun werden. Sie sind grausam, bitte. Ich glaube, du sagst die Wahrheit. Ich werde dich in Frieden lassen, doch sie werden das nicht. Du musst verschwinden. Verstanden, ja, das verspreche ich. Du hast mir das Leben gerettet. Okay. Hast du was für mich? Okay, Shoji berichten wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde genau an dieser Stelle mal speichern und dann hole ich euch beim nächsten Mal bei Shoji dann wieder dazu. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir noch gerne mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal und auch hier in Sengoku Dynasty weitergeht, dann abonniert ihn gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und haut auf die Glocke, dann seid ihr mal up to date. Gerne freue ich mich auch über eure Kommentare. Also schreibt reichlich rein, seid nett und höflich. Aber schreibt gerne rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.